Morgen, heute wollte ich mit euch mal einen Backpulver-Vulkan machen. Dazu brauchen wir Wasser, Spülmittel, Essig, Backpulver oder Natron. Dann, um den Vulkan auch wie ein Vulkan auszusehen lassen, Alufolie und ein Becher oder ein Glas oder ein Kännchen, wo der Vulkan drin drum entsteht. Und zum Umrühren ein Löffel. Und das Allerwichtigste, natürlich das Essig. Als erstes bauen wir uns mal einen Vulkan. Dann nehmen wir einen Teller und ein Glas und wickeln da Alufolie drumherum. Das Stück war klein. Und einmal so. Machen wir so ein bisschen. Und am Ende um ein Loch für den Vulkankrater. Fertig haben wir unsere Alufolie getan. Natürlich könnt ihr ihn auch mit Zeitungspapier machen, bauen und Kleister und den Braun anmalen, wenn ihr das schön machen wollt. Aber das ist eine schnelle Art für einen Vulkan. Dann nehmen wir das Wasser und das Spülmittel. Ein bisschen Spülmittel machen wir schon mal in den Vulkan rein. Und ein bisschen Wasser. Und dann müssen wir das alles ein bisschen umrühren. Und wegen dem Essig macht ihr dieses Experiment bitte nur mit jemand Erwachsenen dabei. Da kommt noch Essig dazu. Oh, das riecht. So, nochmal ein bisschen umrühren. Und jetzt Backpulver und Essig machen was ganz Lustiges. Das Spülmittel ist nur dafür da, dass es auch schaumig wird. Aber wenn Backpulver und Essig zusammenkommen, dann entstehen Blubberbläschen wie in Mineralwasser. Und wenn das dann mit Seifenwasser vermischt wird, passiert was ganz Besonderes. Dann bricht nämlich der Vulkan aus. Blubber, blubber. Ganz langsam wie echte Lava fließt es darunter, weil es schon so dick ist. Wenn ihr vorher das Seifenwasser noch einfärbt, dann hat der Schaum auch eine andere Farbe. Aber das, was da gut funktioniert, müsst ihr mal selbst probieren. Ob da Lebensmittelfarbe funktioniert oder Tusche, das könnt ihr machen.
Magst du mir mal den Eimer geben, bitte, Mahmut? So. Und damit ihr seht, was genau darin passiert, machen wir das nochmal. Oh, guck mal, ist gar nicht richtig durchgeblubbert. Ich spüle noch mal ein bisschen aus und dann können wir uns das noch mal ohne Vulkan angucken. Spülmittel und Essig. Das müssen wir alles herausrühren. Und dann Backpulver oder Natron reinmachen. Entsteht ganz viel Schaum. Ich mache das deswegen alles auf dem Tablett, damit das nicht alles vom Tisch runterläuft. Da seht ihr, ganz viel Schaum noch darunter. Das war jetzt gar nicht viel Natron, nur ein bisschen. Und so wird ein Backpulver-Vulkan gemacht. Bis zum nächsten Mal.